Ein bisschen Brasilien mitten in Bonn. Im Kulturzentrum Mistura Fina erklingen bezaubernde südamerikanische Rhythmen. Im Takt der Musik bewegen sich zwei Capoeira-Kämpfer. Einer von ihnen ist Carlos. Ja, Capoeira ist für mich so wie Essen, wie Trink. Capoeira gehört dazu, ne? Capoeira läuft in meinem Blut. Der gebürtige Brasilianer, der den Unterricht leitet, hat die höchste Capoeira-Rangordnung. Er ist ein Mestre. Carlos spielt Capoeira seit seinem 11. Lebensjahr und weiß alles über die Tanzkampfkunst. Capoeira ist alles zusammen. Capoeira ist Kampf, Capoeira ist Tanz, Capoeira ist Leben, Capoeira ist Liebe. Capoeira ist für mich so Leben. Ne, wenn wir in diesem Kreis sind, ne, wenn alle Capoeiristen so klatschen und singen, dann kommt dann damit eine besondere Energie. Diese Energie ist für mich ein Leben. Im Kampf beherrscht der Mestre verschiedene Angriffstechniken und Ausweichbewegungen. Doch für ihn geht es bei der Capoeira in erster Linie um das Spiel. So, für mich ist sehr wichtig, bei den Capoeira meinen Schülern beizubringen, wie man sich verhält. Ne? Nicht so mit Gewalt, nicht so kampfmäßig. Man muss so ein Spielen, muss irgendwie mit den Seelen spielen. Im Jahr 1998 hat Carlos beschlossen, seine Heimat, das sonnige São Paulo in Brasilien, zu verlassen und nach Deutschland zu gehen. Hier hat er sich mittlerweile gut eingelebt. Ich lebe gerne hier in Deutschland, also schon seit 13 Jahren. Sagen wir so, hier ist auch mein Land. Also mir gefällt die Kultur, ja, also die Kunstszene hier gefällt mir auch sehr. In Deutschland lebt auch sein Sohn aus früherer Ehe. Der ist Leander. Der war, keine Ahnung, 18 Monate, glaube ich. Da hat er mit Capoeira angefangen und seine erste Gürtel bekommen. Auch Carlos' Sohn kommt zum Unterricht seines Vaters. Leander ist einer der jüngsten von rund 100 Schülern, die Carlos in Bonn unterrichtet. Ich mache Capoeira bei Mestre Indio seit 2005. Ich habe wie die meisten im Unikurs angefangen und bin dann in den Verein gewechselt. Und obwohl ich nach Köln gezogen bin, fahre ich für jedes Training hier nach Bonn, weil mir dieses Training am besten gefallen hat. Carlos lebt für die Kunst. Und das lebt er in all seinen Bereichen. Ja. Er reist sehr viel rum, er hat viele Projekte und er hat hier mit der Mistura Fina ein sehr großes Projekt und ich bin sehr, sehr froh und auch habe sehr viel Respekt davor, dass er das so schon die ganze Zeit realisiert bekommt. Nach 13 Jahren in Deutschland hat Carlos immer noch Heimweh. Jedoch hat er ein Heilmittel dagegen. Jedes Mal, wenn ich nach Brasilien gehe, wenn ich zurückkomme, bin ich also mindestens 2 Wochen, 3 Wochen sehr, sehr traurig. Und ja, und das ist zum Beispiel, was Capoeira für mich gut ist. Ne? Da gehe ich zum Capoeira, dann vergesse ich einfach. Es ist wirklich für mich wie eine Behandlung. Und diese Capoeira-Therapie wendet der Mestre so oft, wie es ihm möglich ist, an.